Hallo Hannover, wir spielen heute im Lux. Ganz genau. Das ist kein Urban Gardening Projekt, ja, wir nehmen die mit. Diesmal ist auch Philo dabei. Ich bin Freddy und das ist der Tiernaturvlog Part 3 Hannover Lux. Wenn man ankommt, trinkt man Kaffee. Kaffee! Geht erstmal auf Dingsy-Klo. Dann mussten wir Weißbrote unbedingt scharfes indisches Essen bestellen und uns dann darüber beschweren. Was? Ich bin nicht so empfindlich, aber es ist echt scharf. Immer wenn jemand, und du so sagt dann? Immer wenn jemand sagt, das ist aber scharf, muss irgendjemand anders sagen, ach was, das ist eigentlich auch gar nicht so scharf. Dann haben wir wie immer sehr fokussiert und schnell alles aufgebaut. Ja, das ist ja von besten Firmennamen der Welt, Dr. Jordan Design. Dabei geht Style natürlich immer vor Funktion. You know when you say you're okay and people think you're okay, but you're really not okay? Na, war nur Spaß. Hier seht ihr schon wieder den Merch. Merch. Was isst du da? Merch. Deine Haare von dem Prinz. Okay. Und kannst du dich nochmal umdrehen und so ein bisschen rücken, dass man die Date sieht? Merch. Hallo. Wir haben eine Tourhymne und sie geht. Sehr angenehm mit Misha. Dann habe ich die Treppe kaputt gemacht. Arbeitssicherheit wird bei uns groß geschrieben. Lecker Spezi. Lecker. Wir haben immer niemand Festes, der oder die diese Pep-Talk-Runden vorher moderiert und deswegen ist es immer so ein komplett wildes Durcheinander von dummem Gelaber und Geschrei. Wir mögen das übrigens total gerne, wenn ihr beim PMK-Song Intro PMK mitbringt. Eine seltene Aufnahme von einem Drummer in seinem natürlichen Habitat. Im Backstage vom Lux entdeckt man einfach jedes Mal was Neues. Überhaupt nicht laut. Ist wie im Flugzeug. Ja. Lecker Spezi. Bis einer weint. Wie fandst du die Show, Nick? Sehr geil. Und jetzt nochmal ehrlich. Ja, wir haben auch Aftershow-Party noch wieder gemacht. Das war mal wieder Metal-Party nach unserem Konzert natürlich. Es gibt auf jeden Fall Menschen in der Band, da frage ich mich, warum sie mit der Band Tina so einen weichgespielten Pop-Rock machen, wenn sie eigentlich viel lieber Metal hören. Ja, Hannover Hauptbahnhof, da sind die Hotels ein bisschen spezieller, auf spezielle Bedürfnisse ausgerichtet. Also, das ist ja keine Behaarung, ist das scheiße? Was ist das? Was ist das? Apropos Bedürfnisse, was treibt dich so um, Tina? Ich habe beim Crowdsurfen und Stage-Reifen gegen Freddy gewonnen. Und das habe ich natürlich ordentlich zelebriert. Ja, herzlichen Glückwunsch.